Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Halbzeit bei der EM ist geschafft und ich wollte euch jetzt mal die Partie aus der fünften Runde zeigen. Und ja, ohne viel drumherum starten wir. Ich bin schwarz und ich habe es heute mal ein bisschen anders gemacht, weil ich letztens darauf hingewiesen wurde, dass es eventuell ganz cool sein könnte, wenn man die Zeiten sieht. Und ja, deswegen habe ich die jetzt einfach mal mit eingefügt. Also ich zeige euch jetzt die Partie einfach von Lichess. Und da könnt ihr dann auch die Bedenkzeiten sehen. Ich spielte gegen Monika Stojkowska und sie eröffnete mit E4. Das hatte ich soweit auch auf jeden Fall erwartet. C5, ja, mein Hauptzug. Ich spiele ja gerne Neidorf. Springer F3, D6. Und sie hat offenen Sizi gespielt. Das hatte ich mehr oder weniger erwartet, aber sie hatte nicht so viele Partien. Und es war jetzt nicht ganz klar, was sie nach Springer F6, Springer C3, A6 spielt. Ich hatte im Prinzip hauptsächlich mit Läufer G5 gerechnet. Aber ja, sie hat dann hier kurz nachgedacht und H3 gespielt. Jetzt habe ich überlegt, okay, was tue ich? Aber ich habe mich dann entschieden, meine normale Variante zu spielen mit E5. Also ich habe kurz überlegt, was könnte sie sich in der Vorbereitung gedacht haben, was für Partien hat sie gesehen? Weil auch das ist ja manchmal nicht so einfach. Also nur weil man eine Partie gespielt hat, hat die Gegnerin die nicht unbedingt gesehen, weil sie ja auch nicht alle in die Datenbank kommen. Aber ja, ich habe mich einfach entschieden, dass das okay ist. H5 und G3. Und hier hatte ich jetzt vermutet, dass sie vielleicht meine Partie gegen Katharina Dolzhikova vom Staufer Open gesehen hat. Aber ja, ich wusste, nach G3 kommt mein Läufer nach B7, nicht nach E6, wie ich es in dieser Partie gespielt hatte. Ja, hier Läufer G5. Ich dachte eigentlich, dass Läufer G5 und G3 nicht so super gut zusammenpasst. Aber gut, ich habe einfach Springer D7 gespielt. Ich möchte natürlich auf F6 am liebsten mit dem Springer wieder schlagen. Und nach Springer D5 Läufer B7 drohe ich jetzt im Prinzip auf D5 zu nehmen. Also das gewinnt natürlich kein Material oder so. Aber die Hauptidee daran, auf D5 zu nehmen, ist eben, dass Weiß dann mit dem Bauern wieder nehmen muss. Und genau deshalb hatte ich hier eigentlich auch Springer C3 erwartet. Nach Springer C3 hätte ich einfach Läufer E7 gespielt. Und zum Beispiel nach Springer E7, Dame E7, denke ich, kann die Dame anschließend nach E6 gehen. Das sollte okay sein für Schwarz. Normalerweise ist es in diesen Stellungen nicht so schlimm, wenn man den schwarzfeldrigen Läufer abgibt. Meine Gegnerin hat aber Läufer G2 gespielt. Den halte ich ehrlich gesagt für etwas ungenau, weil Schwarz jetzt eben genau das erreicht, was man möchte. Läufer D5, ED5 und Läufer E7. Und ja, diese Strukturen muss man mögen, wenn man Neidorf spielt, weil ansonsten ist es schwierig. Das ist etwas, das kriegt man sehr, sehr häufig. Man gibt den weißfeldrigen Läufer ab. Und es sieht erstmal so aus, als wenn man hier eben mit einem schlechten Läufer übrig bleibt. Aber tatsächlich kann der später aktiv werden, zum Beispiel auf der langen Diagonale. Denn der Bauer auf E5, der ist natürlich nicht festgelegt. Also der kann irgendwann mal nach E4. Es folgte Rochade. Und hier habe ich Turm C8 gespielt. Ich fand es ganz logisch, hier schon mal Druck auf C2 zu machen. Und okay, hier spielte sie Läufer E3. Der hat mich tatsächlich etwas überrascht. Also, wenn man schon Läufer G5 spielt, dann warum Läufer E3? Ich denke, das Problem, was sie gesehen hat, also sagen wir mal irgendein Abwartezug, vielleicht hat sie sich Sorgen gemacht, dass man hier auf D5 nehmen kann. Aber in dieser Stellung ist das, denke ich, noch nicht so gut. Denn nach Dame D6 und Turm C2, Dame D3, dachte ich, ist es irgendwie problematisch, dass der König noch auf E8 steht. Deswegen wollte ich erst rochieren und dann ja sowas wie Springer D5 drohen. Aber Weiß könnte eventuell A4 spielen. Hier dachte ich, kann ich einfach mit B4 fortsetzen und das sah für mich okay aus. Der Computer sagt, es ist ein bisschen besser für Weiß, aber ja, es sieht in Ordnung aus. Wie gesagt, Läufer E3 hat mich etwas überrascht, aber so schlecht ist der natürlich auch nicht. Springer B6. Und jetzt hat Weiß das Problem, dass Springer C4 droht und das kann man im Prinzip nur mit B3 verhindern, aber B3 ist eigentlich nicht der Zug, den man in diesen Stellungen spielen möchte. Okay, Rochade und Dame D3. Und hier habe ich Turm E8 gespielt. Die Idee ist es tatsächlich, dass wenn Weiß jetzt zum Beispiel F4 spielt, kann man gut E4 spielen. Und nach Läufer schlägt E4, Springer schlägt E4, Dame schlägt E4, folgt Läufer F6 mit Angriff auf den Turm und Abzugsangriff auf die Dame. Das ist recht offensichtlich schlecht. Deshalb hat meine Gegnerin nicht F4 gespielt, obwohl das grundsätzlich, denke ich, der Plan ist in der Stellung. Denn mit F4 möchte man den Bauern von E5 loswerden und dann vielleicht den Springer nach C6 bringen. Ja, sie hat Turm C1 gespielt, sie stellt also einfach den Turm von dieser Diagonale weg. Und hier wusste ich nicht so ganz genau, wie es weitergehen soll. Ich dachte, ich spiele jetzt Springer D7, hauptsächlich mit der Idee, dass mein Springer auf B6 ja im Prinzip seinen Job getan hat. Denn nach C4 kann er nicht mehr.
D5 wird man erstmal nicht wegnehmen und deshalb wird der Springer jetzt eventuell nach C5 gebracht. Hier folgte König H2. Den habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also ich glaube, sie will aus dieser Diagonale rausgehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Variante gesehen, in der das jetzt irgendwie super relevant war. Aber okay. Und jetzt Dame A5. Dieser Zug hat zwei Ideen. Also eine Idee ist es, den Bauern auf A2 zu nehmen. Aber es gibt auch noch die Idee, den Läufer über D8 zu aktivieren und dann vielleicht nach B6 zu bringen. Aber die Hauptidee ist es, erstmal den Bauern wegzunehmen. Und das ist auch gar nicht so leicht zu verhindern. Also sowas wie Turm A1 ist natürlich nicht so erstrebenswert, denn hier geht wieder zum Beispiel E4 oder vielleicht auch einfach Läufer D8 und dann einfach mit der Idee Läufer B6. Das wäre möglich. Ich habe noch überlegt, ob Weiß vielleicht A4 spielen kann, mit der Idee, dass man nach B schlägt, A4 Turm A1 hat, aber ich denke auch hier, dass nach Springer C5 Schwarz einfach besser steht, denn wenn Weiß hier nehmen muss, dann kann man mit der Dame nehmen. Und wenn man am Ende den Damenflügel komplett abtauscht, dann ist das in jedem Fall gut für Schwarz. Und wenn Weiß nach Springer C5 irgendwie sowas wie Dame C4 spielt, dann hat man diverse Abzüge. Ich war hier tatsächlich noch gar nicht ganz sicher. Ich dachte vielleicht sowas wie Springer B7. Die Dame wird wahrscheinlich C2 decken und jetzt kann man vielleicht mit E4 weiterspielen. Und dann hängt am Ende der D5. Auch das sieht aus, als wäre das wahrscheinlich ganz gut gelaufen für Schwarz, aber es ist noch kompliziert. Und meine Gegnerin hat sich entschieden, den Bauern einfach abzugeben, denn immerhin steht meine Dame dann da auch etwas komisch und sie hat F4 gespielt. Und ja, hier habe ich jetzt den Bauern genommen, das schien mir recht konsequent. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, erst sowas wie Läufer D8 zu spielen, aber ehrlich gesagt finde ich Dame schlägt A2 schon die logische Fortsetzung. Hier folgte Dame D2. Vielleicht kurz, weil das ja so ein bisschen so aussieht, als könnte die Dame gefangen werden. Tatsächlich ist es hier nicht so einfach, die zu fangen, denn natürlich kann sie momentan auch, wenn sie möchte, sofort wieder zurück nach A5. Also das muss Weiß erstmal verhindern. Und dazu kann der Turm von C1 nicht so leicht wegziehen, weil der Bauer auf C2 angegriffen ist. Deshalb ja, folgte Dame D2 und jetzt Läufer D8. Und hier hat meine Gegnerin auf E5 geschlagen und Läufer G5 gespielt. Anscheinend sollte man hier irgendwie den Läufer zum Beispiel nach G1 ziehen. Vielleicht kurz was droht, es droht Springer G4. Also wenn man, was kann man hier ziehen? Einfach um irgendwas zu zeigen, ja. Hier gewinnt Springer G4 einfach mit Hilfe der Gabel noch einen weiteren Bauern und die Stellung ist dann natürlich völlig gewonnen für Schwarz. Also das ist die Drohung. Nach Läufer G5 habe ich super lange gerechnet. Aber ja, hier habe ich tatsächlich den leichtesten Weg verpasst. Und zwar sollte man hier feststellen, Weiß droht nichts. Schwarz hat einen Bauern mehr und Weiß droht nichts. Und das Beste in dieser Stellung wäre wahrscheinlich sowas wie Dame B2. Der Punkt ist, der Turm von C1 kann immer noch nicht ziehen. Die Dame kann nicht so richtig ziehen, weil sie muss ja den C2 decken. Und wenn, also und man möchte einfach A5, A4 spielen. So einfach. Weiß würde ganz gerne Springer D4 ziehen. Das Problem ist, dass das hier nicht geht, denn jetzt folgt Springer G4. Zum Beispiel schlägt, schlägt, König H1 und Läufer G5. Und jetzt hat man das Problem, dass wenn die Dame wieder schlägt, der Springer auf D4 hängt. Also Dame B2 bringt Weiß quasi in Zugzwang. Und das bei vollem Brett. Ich habe hier aber lange gerechnet und ich habe tatsächlich nur Springer EG4 und Springer FG4 gerechnet. Und wenn wir die Partie sehen, werden wir sehen, da hätte ich mir wahrscheinlich eine ganze Menge Varianten sparen können. Nach Springer EG4 dachte ich, hier kann der König einfach weggehen. Und hier habe ich nicht so richtig gesehen, wie es weitergehen soll. Denn mein Springer kann natürlich in jedem Moment geschlagen werden, da muss man aufpassen. Und ja, zum Beispiel nach Läufer A5, was ich auch überlegt hatte, kann man dann Dame D3 spielen und die Dame kommt vielleicht nach F5. Und irgendwie sieht das alles nicht mehr so einfach aus. Deshalb habe ich mich dann entschieden, Springer FG4 zu spielen. Die Idee ist, dass wenn hier König H1 kommt, dann nehme ich auf G5, Dame G5 und auf C2. Okay, Weiß wird schlagen müssen. Und nach Dame schlägt C2 hängt der Springer. Springer D4, das muss man auf jeden Fall auch noch rechnen. Und hier Springer F2 Schach. Wenn der König nach H2 geht, dann kann man Dame B2 spielen. Die Idee ist, dass man jetzt nach Springer F5, was matt droht, Springer F3 hat. Und der Punkt ist, dass nach Läufer F3... Springer G4, König G1, Dame H2 matt ist. Okay, das hatte ich gesehen. Und ja, ansonsten, also wenn es hier nicht Springer D4 gibt, dann hängt eben auch der weiße Springer und dann hat Weiß keine Drohung und das ist super für Schwarz.
Das heißt, Weiß ist mehr oder weniger gezwungen, auf G4 zu schlagen. Und ich dachte, das wäre jetzt gut für Schwarz, denn nach Springer schlägt G4, König H1 habe ich sogar die Wahl. Auf G5 nehmen oder auf E2 nehmen. In der Partie habe ich auf E2 genommen, weil nach Läufer G5, Dame G5, dachte ich, Turm E2, Dame H5, Springer F2 und nach König G1, Turm C2, ein Zug, den ich lange nicht gesehen hatte, Dame F3. Und jetzt ist irgendwie das Problem, dass der Springer nicht so gut wegziehen kann, wegen Dame schlägt F7 und nach sowas wie G6 kommt einfach Turm C2, Dame C2, Turm F2 und in dieser Stellung steht Schwarz natürlich nicht besser. Also schlechter wahrscheinlich auch nicht, aber eben auch nicht besser. Deshalb habe ich mich entschieden, die Qualität zu opfern. Und ich habe ja jetzt zwei Bauern für die Qualität und der Turm hängt, das heißt, der sollte wahrscheinlich ziehen. Aber tatsächlich hat Weiß hier sogar zwei gute Möglichkeiten. Die wahrscheinlich beste ist Turm schlägt F7. Hier wollte ich einfach Springer E5 spielen und dachte, das wäre gut für mich, denn jetzt muss Weiß die Qualität irgendwie zurückgeben, weil er einfach beide Türme hängt. Aber das Problem ist, ja, so einfach ist es nicht, denn nach Turm F1, Springer F7, Turm F7 hat Schwarz das Problem immer noch. Also nach König F7 kommt einfach Dame E6 und gewinnt den Turm auf C8 mit Schach und das ist wahrscheinlich einfach sofort Dauerschach. Und ja, was sonst außer Springer F7? Ja, also man muss auf Turm F7 natürlich nicht nehmen, aber zum Beispiel nach Turm F8, Turm C7 steht auch der schwarze König recht geschwächt und vor allem der weiße Turm sehr aktiv. Das sollte einfach Remis sein. Meine Gegnerin hat hier auch ein bisschen überlegt und hat sich dann für Turm A1 entschieden. Ich hatte schon den Eindruck, sie hat Turm F7 gerechnet, aber sie war sich wahrscheinlich nicht ganz sicher. Und hier nach Dame C2, schlägt und Turm A6. Das sieht sehr, sehr angenehm aus für Schwarz. Allerdings ist es nicht ganz so einfach weiterzuspielen, denn es hängt natürlich der Bauer auf D6. Und es ist nicht ganz klar, wie sollte man damit umgehen. Ich habe mich entschieden, den einfach zu geben. Denn hier ist der Punkt, der weiße König ist immer noch sehr schwach. Und nach Turm D6... Springer E3. Jetzt hat Weiß das Problem, was macht man mit diesem Läufer und dem Turm. Nach Turm G1 dachte ich, hier habe ich glaube ich über H4 nachgedacht. Und das sah für mich recht unangenehm für Weiß aus. Aber was auch eine Möglichkeit ist, also man kann auch natürlich irgendwie die Stellung erstmal langsam verbessern, auch das sieht etwas besser aus für Schwarz, aber es geht. Weiß hat aber Läufer E4 gespielt, der ist ein bisschen aktiver. Das Problem ist, jetzt hängt auch der schwarze Turm und man kann nicht einfach F1 nehmen. Turm E2. Die Hauptidee ist es, dass ich jetzt eventuell immer Abzüge habe. Der Turm hat nicht so viele Felder, also zum Beispiel nach Turm G1, Springer G4 verliert Weiß sofort, denn der Läufer hängt und es droht Turm H2, also muss Läufer G2 kommen und hier H4. Und nach schlägt ist Weiß matt. Deshalb geht Turm G1 nicht, aber Turm G1 ist vielleicht auch nicht der naheliegendste Zug. Ich denke, Turm an den Damenflügel ist naheliegender. Nach Turm A1 kann man aber König G7 spielen. Und auch hier ist wieder das Problem, dass der Turm auf einem schwarzen Feld steht und eventuell angegriffen werden kann. Und vor allem, dass die Bauern auf der dritten Reihe schwach sind. Deshalb hat sich meine Gegnerin hier für Turm B1 entschieden. Und das ist wahrscheinlich auch der beste. Okay, König G7. Und hier folgte Turm A6. Ja, der hat mich etwas überrascht. Ich hatte eigentlich mit Turm B6 gerechnet. Den finde ich auch nach wie vor logischer. Aber ja, Turm A6 war auch nicht so schlecht. Es fehlt nur einfach so ein bisschen die Idee. Nach Turm A6 dachte ich tatsächlich, dass ich sofort gewinne, was sich als falsch herausgestellt hat. Ich habe hier F5 gespielt. Vielleicht kurz, was sollte man stattdessen spielen? Wahrscheinlich sollte man sowas wie Läufer F6 spielen. Der Punkt ist, der D-Bauer läuft erstmal nirgendwo hin, man kann den ganz gut aufhalten und man kann dann immer mit Springer G4 weiterspielen, mit B4 weiterspielen. Man sollte in diesem Endspiel mit dem schwachen weißen König keinerlei Risiko haben mit Schwarz. Das sollte klar sein, aber ja, ich dachte nach F5 gewinne ich, weil der Läufer kann jetzt nicht auf dieser Diagonale bleiben. Okay, jetzt musste Läufer D3 kommen und hier habe ich Turm D2 gespielt. Und meine Idee war, dass nach Läufer B5, Springer G4, jetzt Turm H2 und Läufer E3 droht. Das mit den Pfeilen bei Lichess gestaltet sich etwas schwieriger. So. Und das wird einfach matt. Und hier hatte ich eigentlich nur mit Turm E6 gerechnet. Und nach Läufer E3 muss Weiß jetzt die Qualität opfern. Und nach schlägt, schlägt. Okay, der Computer sagt hier irgendwie nach B4, dass Weiß okay steht. Also es ist nur ein bisschen besser für Schwarz. Aber ich hatte den Eindruck, dass hier mit dem weißen König
und auch mit dem starken Königsflügel von Schwarz-Schwarz schon sehr, sehr gute Gewinnchancen hat. Also hier war ich sehr zufrieden. Aber es kam Turm E1. Und ja, der Punkt ist, dass jetzt natürlich sowas wie Turm H2, König G1 und Läufer E3 nicht funktioniert, weil der Turm einfach schlägt und der Springer ist überlastet. Deshalb habe ich mit Läufer E3 angefangen. Weiß kann natürlich auch hier die Qualität geben, aber Weiß hat hier eben auch den Zug Turm E2, den man nicht hat mit dem Turm auf E6. Und nach Turm D1, ich habe erstmal auf D5 geschlagen, so. Jetzt kam Läufer E8. Und nach Turm D1, König G2, habe ich ja hier erstmal noch schnell ein paar Züge gemacht, um zu Zug 40 zu kommen. Und nach Turm G1, König F3 habe ich jetzt ein bisschen überlegt. Ich habe ja tatsächlich noch eine ganze Weile an F4 gerechnet, einfach weil ich noch gerne was probieren wollte. Aber das Problem ist, Weiß kann hier nehmen und nach Turm F1, König E4, Turm schlägt und König D3 hängt irgendwie sehr viel bei Schwarz. Also G6 hängt, E3 möchte geschlagen werden und hier habe ich nicht so richtig gesehen, wie es weitergehen soll. Vor allem nicht, wie ich hier Chancen kreiere, also zum Gewinnen und nicht zum Verlieren. Deshalb habe ich jetzt mit Turm F1 und Turm G1 die Stellung wiederholt und wir haben uns dann hier auf Remis geeinigt. Ja, irgendwie läuft es nach wie vor nicht so richtig, also auch diese Partie war so ein typisches Zeichen dafür. Eigentlich würde ich sagen, so schlecht war sie nicht von meiner Seite. Ich meine, ich habe diesen einen Moment mit Dame B2 verpasst und im Endspiel eben F5 war nicht so gut. Aber ansonsten war das alles ganz vernünftig und recht zufriedenstellend. Aber ja, am Ende wieder Remis gegen eine 250 Punkte schwächere Gegnerin, also es geht nicht so richtig los. Aber morgen ist Ruhetag, da kann ich dann hoffentlich ein bisschen entspannen. Und danach gehen wir einfach mal davon aus, dass da ein neues Turnier für mich startet. Dann folgen nochmal 5 Runden. In den 5 Runden sollte ich dann zumindest laut der Theorie 3-mal Weiß haben. Und da fange ich dann hoffentlich an zu gewinnen. Zumindest die letzten beiden Partien waren vom spielerischen Level jetzt ganz in Ordnung. Geht natürlich immer besser. Aber das ist immer schon mal ein guter Anfang. Und ich hoffe, es geht dann auch noch weiter nach oben. Ja, ich hoffe, ihr fandet die Partie spannend. Manche von euch haben ja sicher auch schon live zugeschaut. Und hier konnte ich vielleicht dann noch ein paar Sachen erklären, was ich mir so gedacht habe, was ich gesehen habe, was ich nicht gesehen habe. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr weiter die Daumen drückt, aber ich habe schon ganz, ganz viele liebe Kommentare unter dem Video gestern gesehen. Also ja, danke für eure Unterstützung immer. Und dann hoffe ich mal, dass ich später noch von ein paar Siegen berichten kann. Bis dahin, tschüss.